ولي الله غضب العلوي تفجر الله أكبر روافض دي أبطنين روافض الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله علي ولي الله غضب العلوي تفجر الله أكبر. Das Problem ist bei denen, dass jeder gegen jeden, wie die Hyänen, die fressen sich auf. Wenn sie niemanden finden, den sie auffressen, fangen sie an, sich gegenseitig zu fressen. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ali baytihi al-tayyibin, al-tahirin, al-ma'sumin, al-akhyar, al-muntajabin, wa la'natu al-da'imatu ala a'da'ihim ajma'in, min al-awwalina. إلى الآخرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wir erstmal im Namen Allahs des Barmherzigen des Gnädigen. Wir haben einen Hadith und wir haben einen Koranvers, was die Widersacher immer wieder und immer wieder mit der Zeit gekränkt hat. Sie haben vergeblich immer wieder versucht, diesen Hadith erstmal zu untergraben, verstecken in diesen Büchern. Also man findet das natürlich in diesem Buch, aber früher hat man nicht gewusst. Also mit der Zeit hat man, was heißt mit der Zeit? Als die Zeit gekommen ist, wo die Schiiten angefangen haben, ihre Freiheit zu bekommen, haben sie angefangen, über diese Sachen zu sprechen. Und auch zu zeigen, natürlich, das waren alles in unseren Büchern, möglich zu zeigen. Und dann später hat man festgestellt, sowas befindet sich auch in ihren Büchern. Als die Zeit gelaufen ist und diese moderne Technik angefangen hat, sich zu zeigen und zu boomen, kam sowas alles im Internet und konnte für jeden sowas zugänglich sein. Bis vor kurzem, sagen wir, hat man immer gehört, einen Hadith, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeblich von sich gegeben hat, nämlich inni tarik fikum ma antamassaktum bihi lan tadullu ba'di abadan kitab Allah wa sunnati. Also ich erinnere mich noch vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, als ich immer davon geredet habe, kitab Allah wa atrati ala bayti, ich wurde immer wieder konfrontiert und bis heute wird man konfrontiert damit, dass der Prophet angeblich gesagt hätte, das Buch Allahs und meine Sunna. Und immer wenn du jemanden von denen gefragt hast, also den Hadith zitierst vor ihnen bis zu dem Punkt, wo das gesagt wird, worauf der Prophet sallallahu alaihi wasallam hinaus wollte, haben die immer gesagt, Kitab Allah wa Sunnati, das Buch Allahs und meine Sunnah. Du zitierst zum Beispiel den Hadith und sagst, was hat der Prophet gesagt? Kitab Allah wa Sunnati, sagen die. Dann, wenn du ihnen dann sagst, nee, er hat gesagt, Kitab Allah wa Atrati, er redet so sicher, antwortet er so sicher, dass Su'itrati überhaupt nicht möglich gewesen sein, denn er kennt das so, er ist damit groß gewachsen, er ist damit hier, also er hat damit gelebt sozusagen und das war für sie Gang und Gäbe. Sie haben immer von ihrem Imam gehört, das Kitab Allah wa Sunnati. Das ist Kalimatu Haqqin yuradu biha batil. Das heißt, das ist gut, sowas zu sagen, also das Buch Allahs und die Sunna sowieso, die Sunna müssen wir folgen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam kann das nicht gesagt haben, Kitab Allah wa Sunnati. Denn Sunnati ist dehnbar. Sunna ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. So. Haben alle Sahaba gehört, was er gesagt hat? Nein. Das bezeugt natürlich Abu Huraira, indem er gesagt hat, ihr sagt Abu Huraira, er spricht von selber, also das ist ein Hadith, der sahih ist, bei denen. Er sagt, ihr behauptet immer, dass ich hier übertreibe mit der Erzählung der Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und ihr macht mich immer an deswegen, denn es ist so gewesen, dass ich von dem Propheten beziehungsweise ich habe die Zeit am meisten mit dem Propheten verbracht, wobei ihr euch mit den Bazaren und Geschäfte beschäftigt habt. Ansar und Muhajirin, sagt er. Da, wer gerne das hören möchte, also ich habe so extra eine Aufnahme gemacht, Abu Huraira unter der Lupe, vor 10 oder 20, ich weiß nicht, vor 10 oder 7 bis 10 Jahren oder so. Abu Huraira unter der Lupe. Dort hier erzählt Abu Huraira, dass er selber bezeugt, dass die Sahaba überwiegend nicht dabei waren. Ne? Die waren überwiegend beschäftigt mit Bazare und Geschäfte.
Safku, Aswaq heißt. Safku heißt, wenn du Hand auf Hand schlägst, das ist eine Abmachung sozusagen, Geschäfte abschließen sozusagen. Fünf, geben wir fünf, sagt man, so auf dem Bazar. So meinte Abu Huraira, dass die Ansar und Muhajirin sich damit beschäftigt haben und deswegen sie haben das verpasst, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und aus diesem Grund kann das niemals gewesen sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich hinterlasse euch zwei gewichtigen Dingen, wenn ihr euch daran festhält, werdet ihr nicht verloren gehen, das Buch Allahs und meine Familie, das Buch Allahs und meine Sunna. Das Buch Allahs ist festgelegt, das ist der Koran. Aber die Sunna war, wie gesagt, jeder hat irgendwas gehört von den Sahaba. Und der Prophet selber sagt, Kathurat alayya al-Kazzaba, die Lügner haben sich vermehrt um mich herum. So, das heißt, wenn du jetzt einen Prophet hast, der von Lügnern umzingelt ist und die übertragen das, was er gesagt hat, was würde rauskommen? So, dann sagte der Prophet so, und wer über mich lügt, soll mit der Höllenfeuer rechnen. So, und das war dieser Grund, weshalb der Prophet sallallahu alaihi wasallam sowas nicht gesagt haben kann. Ja, weil der Prophet ist weise, alaihi salatu wasalam. So, er kann sowas nicht gesagt haben, weil er weiß, dass die Lügner haben sich vermehrt und dass deswegen musste er zeigen, aus welcher Quelle wir die Sunna nehmen. Deswegen wäre es sinnvoller zu sagen, von wem nimmst du die Sunna. Er muss Personen zeigen und nicht Worte. Er kann nicht sagen, hier folgt das, was ich gesagt habe. Folgt das, was ich bestätigt habe, folgt das, was ich befürwortet habe. Bis jetzt sagen die Gelehrten von denen, dass Omar dieses verpasst und jenes verpasst und deswegen hat er das für halal gehalten, was normalerweise haram ist. Und Aisha hat das nicht mitbekommen, dass Abu Bakr das Ganze wieder mit Fatima a.s. wieder gut gemacht hat. Das hat sie verpasst. Und das heißt, man kann nicht die Sunna von diesen Menschen nehmen. Dazu noch, dass die Ansar und Muhajirin sich gestritten haben, die wussten gar nicht, wann sie sich hier general reinigen, also diese Ganzwaschung nehmen müssen, in welchem Fall, wenn man Sexverkehr hat und sowas, aber wann genau. Deswegen gingen sie zu Aisha und sie hat ihnen dabei geholfen. Das heißt, die Sunna, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hinterlassen hat, war mangelhaft, sozusagen, durch die Sahaba natürlich, nicht von den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Durch diese Menschen, die Sunna von den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, aufgenommen haben. So wie sie das weitergeben, war das mangelhaft. Und deswegen sagte er in einem Hadith, der Sahih ist, der sich hier in Sahih Muslim befindet, ne, so in diesem Sahih, dieses Buch, nämlich das ist das zweite Buch, das dritte Buch, sagen wir, nach dem Koran bei den sogenannten Sunniten, alle Sunniten, Asha'ira oder Maturidiya oder Salafiya oder Wahhabiya, egal was sie sind. Also das Buch hier besteht aus sieben Teile, ne? Hier haben wir sieben Teile, nach diesem Buch kommt Sahih Muslim. So, wenn wir von Sahih Muslim sagen, dann brauchen wir ja gar nicht hier die Überlieferungskette jetzt vorzulesen und zu überprüfen, ob das war authentisch ist oder nicht für sie. Für uns ist alles so sozusagen das Rohstoff, das man behandeln muss. Weil befinden sich so viele Lügen in diesen Büchern und deswegen wir akzeptieren sie nicht so komplett vom Umschlag zum Umschlag. Ne? Geht nicht. So, in diesem Buch lesen wir diesen Hadith, was wir heute behandeln wollen. Dieser Hadith und diese Ayatul Tathir und Hadithul Kisa und Hadithul Thaqalain, Hadithul Thaqalain und Hadithul Kisa und Ayatul Tathir, das heißt dieses, sagen wir so, wie sollen wir diesen Vers nennen, Reinigungsvers, das heißt der Reinheitsvers, der Reinheitsvers, sozusagen besser gesagt, nicht Reinigung. Also, die haben also wirklich, also die Widersacher, sage ich, die Widersacher, die gegen Ahlul Bayt alaihim salam ihr ganzes Leben vergeudet haben, um gegen sie zu kämpfen,
Ne? Vergeblich natürlich, das hat nie niemals geklappt. Alhamdulillah, immer wieder kam das Licht Allah subhanahu wa ta'ala durch. Das heißt, sie konnten nicht dieses Licht auslöschen mit ihrem Münder. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, das ist jetzt die Irada al-Takwiniyya. Ne? Irada al-Takwiniyya, worüber wir sprechen wollen. Und inshallah und beweisen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, was er gewollt hat, hat sich durchgesetzt. Irada al-Takwiniyya, das heißt, sein Licht wollte er durchsetzen. Dieser Wille Allahs, wenn er das will, dann passiert es. Das ist eine Art von Wille. Das nennt man Irada al-Takwiniyya. Die zweite Irada heißt Irada al-Tashri'iyya. Ne? Irada al-Tashri'iyya ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir was sagt, was vorschreibt, er sagt, bietet, fastet, so. Das nennt man Irada al-Tashri'iyya. So, warum das ich hier erzähle, komme ich inshallah dazu. Das heißt, Allah will das Licht, sein Licht durchsetzen. Und selbst wenn die Mushrikin es hassen, das heißt, wenn die Mushrikin das nicht wollen, wird es sich trotzdem durchsetzen. Durch mich, durch dich, durch irgendjemand anders, durch diese Widersacher sogar, durch ihre Lügen wird Allahs Licht durchkommen, Alhamdulillah. Das heißt, selbst wenn sie lügen und sie versuchen zu verdecken, dadurch, durch ihr gescheitertes Versuchen, kommt das Licht Allah subhanahu wa ta'ala durch und zeigt sich. So, wir besprechen heute Ayat al-Tathir. Ayat al-Tathir ist in Surat al-Ahzab, kennen wir alle, Vers 33. Ne? Alhamdulillah, jeder Schiite hat diese Waffe. Das ist wie ein Schwert. So scharf und bleibt immer scharf und köpft jeden, der dagegen was sagen will. Jeden. Sei es Wahhabi, sei es Takfiri, sei es Jihadi, sei es hier Salafi Jihadi und wie sie immer heißen, sei es jetzt Ash'ari oder Maturidi oder Sufi oder egal was. Jeder, der sich gegen diesen Vers querstellt, wird einfach vernichtet. Alhamdulillah. Durch was? Durch diesen Vers. Der Vers selbst hat sie vernichtet. So. Sie haben immer wieder versucht, wie gesagt, diesen Vers erstmal zu uminterpretieren, also eine andere Bedeutung dafür zu geben. Sie haben immer behauptet, dass damit auch damit die Frauen gemeint sind und nur die Frauen. Damit hat natürlich Ikrim angefangen. Das ist ein kleiner Tabi'i, der war ein Schüler von Ibn Abbas. Der lief durch die Stadt und gerufen, dass dieser Vers ist für die Frauen gekommen, nur für die Frauen. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. Wir gucken zusammen diesen Vers. Heute werden wir den besprechen hier, den behandeln. Der braucht wirklich eine tiefgründige Behandlung. Der wird heute inshallah tiefgründig behandelt. Also das sind nur 5 Minuten von seiner irgendein Auftrag hat irgendein Bruder mir ausgeschnitten und geschickt. Nicht, dass er denkt, wir schneiden irgendwas aus. Und deswegen wir antworten heute auf ihn. So, Surat al-Ahzab. Surat al-Ahzab, die behaupten, dass dieser Vers in Surat al-Ahzab, nämlich das ist ein Teil von einem Vers. Man sieht, hier ist ein Waqf. Pass auf. Hier ist ein Waqf. Da sehen wir. Ne? Dieser Waqf heißt Jim. Ne? Hier bleibst du stehen beim Lesen. Das heißt, du liest hier. وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Hier kannst du stehen, musst du aber nicht. Aber hier musst du stehen. وَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Das haben wir öfters besprochen, erklärt, grammatikalisch, dass damit niemals die Frauen gemeint werden können, ab hier, niemals die Frauen damit gemeint können. Wenn, im schlimmsten Fall, inklusive Frauen. Das heißt, kann man sagen, die Frauen noch dazu. Aber nur, wenn man sich auf den Koran verlässt. Weil das hier maskulin ist. Und maskulin, wenn, sagen wir, ein Mann zwischen 100 Frauen sich befindet, dann sprichst du sie in Maskulinform. Ne? Du sagst Antum, Minkum. Aber wenn die Frauen alleine sind, 1000, 3, 4, so, dann sagst du Antunna, ne? Minkunna, Ankunna. Dann benutzt du dieses Nun. Dieses Nun Maskulin heißt das. Immer dieses Nun, also diese Tasse, so sagen wir, mit einem Punkt oben, heißt N für Frauen. Ne? Nun in Nisswa heißt das. Maskulin N heißt das. N für Maskulin. So, das heißt, wenn wir nur Koran haben, aber wir brauchen jemanden, der uns den Koran erklärt. Das ist der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam.
Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in dem Koran, er hat das Buch herabgesandt, damit du ihnen das erklärst, was sie von ihren Herren bekommen haben. Fertig. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erklärt uns den Koranvers, was ihr niemals in eurem Leben hattet. Nämlich das sage ich immer wieder, ihr habt keinen Konsens über eine Auslegung eines Koranverses. Keinen einzigen Konsens der Ahl-Sunnah und Jama'a gibt es über die Auslegung eines Koranverses. Gibt es nicht. Das heißt, könnt ihr euch schon, eure Sache könnt ihr schon abschminken. Nichtsdestotrotz, aber gibt es Herabsendungsgründe. Herabsendungsgründe befinden sich in den Ahadith-Büchern und auch in den Tafsir-Büchern. Ne? Die Exegeten haben diese Herabsendungsgründe in ihren Ahadith, in ihren Koranauslegungen, in ihren Koranauslegungen hervorgebracht. So, und trotzdem, es gibt Unterschiede. Einige sagen deswegen, einige sagen irgendwas anderes. Dafür brauchen wir, Alhamdulillah, wie gesagt, ein Gotteslicht, der sich hier befindet. Ne? Obwohl das, wie gesagt, das ist unzuverlässig bei uns ist, aber nichtsdestotrotz befindet sich Gottes Licht hier in Sahih Muslim. Was Bukhari verschwiegen hat. Das müssen wir auch sagen. Ich sage Alhamdulillah, der Schüler von Bukhari bringt das, was Bukhari verschwiegen hat. Wenn Bukhari und Muslim irgendwas verschwiegen haben, dann kam Al-Hakim in Nisaburi, in seinem Mustadrak, hat er das nachgeholt, was sie angeblich verpasst haben, ne, oder verschwiegen haben. Hat er nachgeholt. Wie nach ihrem Maßstab. So, jetzt kam wieder nach diesem Hakim, kam einer, ein Forscher namens Al-Dhahabi, und der hat entweder bestätigt, was Al-Hakim geschrieben hat, oder angefochten. Das ist eine Lehre für sich. Ne? Das können wir beantworten, inshallah, bei Bedarf. Also hier auf jeden Fall, das ist sehr wichtig hier, ist Waqf. Das heißt, das ist ein Vers, ne, von hier bis da, ist ein Vers, heißt, also Nummer 33 hier, bis da. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ Punkt. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Viele sprechen uns an, sagen, warum teilt ihr dieses Vers? Warum macht ihr das durch zwei? Ne, warum teilt ihr diesen Vers und sagt, macht ihr durch zwei? Denn das ist ein Vers, Vers 33. So, ab hier fangen wir immer an zu zitieren, wenn das um Ahl-Bayt alaihissalam geht. Dafür gibt es die Erklärung. Kommen wir das. So befindet sich, wie gesagt, in diesem Buch. Wir haben nicht geteilt. Die angeblich eine von diesen Frauen, ja, Nisa, oh ihr Frauen des Propheten. Eine von diesen Frauen hat das geteilt. Worauf wir uns nicht verlassen, auf diese Frau. Also wir glauben natürlich, dass diese Frau schief gelaufen ist. Aber noch eine Frau von diesen Frauen, des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die zweitbeste Frau nach Khadija, Ummu Salama, hat das auch geteilt, diesen Vers. Diese Frau Aisha, hat gesagt, eines Tages ging der Prophet aus meinem Haus raus mit einem Mantel auf sich, und kam Ali a.s., Fatima, Hassan und Hussein und hatte sie unter diesem Mantel reingemacht. Und dann, als er das gemacht hat, kam das. Innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Sie hat nicht das gelesen hier. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula. Sie hat das nicht gesagt. Sie hat gesagt, als der Prophet das gemacht hat, kam das. Innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. So. Erstmal, das müssen wir erklären, damit wir wissen, worum es geht. Und damit wir wissen, wie diese Leute mit ihren Zähnen kämpfen dafür, dass man nicht dieses Verständnis hat, was die Schiiten haben. So, hier. Ab hier. Hier ist Punkt. Auf Deutsch haben sie Punkt gemacht. Das heißt, wir haben das nicht gemacht auch. Das heißt, hier Bubenheim hat das gemacht. Wie heißt er, dieser? Hier. German, Bubenheim und Elias. So, die haben das gemacht hier, die beiden, die Süßen. So, Bubenheim und Elias. So, sie haben hier einen Punkt gesetzt. Das ist nicht umsonst. Wie ich damals gesagt habe, Abu Bakr, dieser Doktor, Zahnarzt. Habe ich gesagt, das ist doch kein Karies. Das ist ein Punkt. Ne? Er darf nicht verwechseln. Das war damals was anderes. Aber hier kommt das wieder vor. Ein Punkt hier. So.
Allah redet mit den Frauen. Von Anfang, sagen wir etliche Verse davor, redet er mit den Frauen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Hier. Und sagt ihnen hier, in diesem Vers auch, haltet euch in euren Häusern auf. Häusern. Das ist wichtig. Und stellt euch nicht zur Schau wie in der Zeit der früheren Unwissenheit. Jahiliyyah. Verrichtet das Gebet und richtet und entrichtet die Abgaben. Das ist was? Irada at-Tashri'iyyah. Allah will von euch das, was, dass ihr das Gebet verrichtet. Und das den Zakat oder Abgaben entrichtet. Und gehorchet Allah. Das heißt, er zwingt dich nicht dazu. Das ist nicht Taqwin. Keine Irada Taqwiniyyah. Das ist Irada at-Tashri'iyyah. So. Gehorchet Allah und seinen Gesandten. Punkt. Jetzt kommt ein Vers. Allah will gewiss nur den Makel von euch. Hier ist eine falsche Übersetzung. Warum? Entfernen ist falsch. Hier. Ankum. Von euch. Also Ankum ist hier entscheidend. So. Er sagt, innama yuridullahu liyudhiba ankum. So, jetzt was ist der Unterschied zwischen ankum und minkum? So, wenn minkum gewesen wäre, dann hätte man entfernen sagen müssen. Von dir entfernen. Weil das ankum ist, das heißt fernhalten. Minkum ist, was in dir ist. Ankum ist, was auf dir zukommt, was auf dich zukommt. Ne? Du sagst, irgendwas wird auf eine Wind. So eine Wind kommt so gegen dich. So, dann nimmst du den Mantel und entfernst du und hältst du diesen Wind weg von dir. So, jetzt geht aber die Luft in dir. Da muss ich das rausnehmen. Dann entferne ich das von dir. Ich entferne das von dir. Weißt du, das heißt, es ist in dir drin und das entferne ich. So. Aber solange dass das noch nicht auf dir ist, ich kann das fernhalten. Ne? Das heißt, bleib fern von dir. Es hat dich gar nicht getroffen, heißt das. So, du sagst zum Beispiel, Allah, wenn du nicht krank bist, sagst du? Allah, halte mich gesund. Das heißt, halte die Krankheit von mir fern. So, wenn du aber krank bist, sagst du, oh Allah, mach mich gesund, mach mich heil. Wenn du nicht heil bist, dann musst du das verlangen. Sag, mach mich heil. Was macht Allah? Entfernt die Krankheit von dir. Entfernt die Krankheit von dir. So wird die Krankheit entfernt. Aber solange, dass du nicht krank bist, was sagst du? Halte mich gesund, oh Allah. Beschütze mich. Schütze mich vor Krankheiten. So, jetzt, wenn Allah selber das macht. Wenn Allah sagt, hier, wie das im Koran ist. Innama ist hier Adatu Hasr. Innama ist Adatu Hasr. Was heißt Innama Adatu Hasr? Adat Hasr. Das sind Worte, die Allah, die Araber benutzen oder in der Sprache, die man in der Sprache benutzt, um etwas einzuschränken, um etwas zusammenzufassen, um etwas zu begrenzen. Ne? Das heißt, es ist nur damit gemeint. Es ist nur damit gemeint. Innama. Wenn du sagst Innama, wenn du mit Innama anfängst, dann ist das irgendwas eingeschlossen. Irgendwas ist eingeschränkt. Irgendwas ist begrenzt. So. Yurid. Hier das Wort Yurid. Bevor ich das erkläre, hören wir zusammen, was dieser Mini-Lasibi sagt, was er versucht auch, vergeblich zu interpretieren, wie sie immer machen. Entweder kommen sie mit so einem Bart oder kommen sie etwas gepflegter, aber der Inhalt ist eins. Ihr Ziel ist was? Nur wir, die Schiiten. Das heißt, wir sind Maßstab für Kufr und für Iman. Nur wir. Warum? Weil wir gegen ihre Symbole kämpfen, weil wir gegen die Tyrannen kämpfen, die sie immer gefolgt sind. So, deswegen kommt von ihnen
sowie von ihnen, als auch von den radikalen Salafisten und Wahhabiten und Takfiri, was weiß ich, immer Takfir, immer Takfir. Entweder sind wir Murtad oder Kafirin. Jetzt hören wir zusammen, was dieser Mini-Mukhalif oder Mini-Nasibi sagt. Nasibi heißt derjenige, der Feindschaft gegen Ahl-Bayt a.s. aufstellt. Er stellt Feindschaft auf. Das heißt, er stellt sich hin und erklärt eine Feindschaft gegen Ahl-Bayt a.s. Jetzt werden sie uns sagen, ja, das stimmt gar nicht, wir lieben auch Ahl-Bayt a.s. Das ist ein Wort, was aus ihrem Munde rauskommt, aber das stimmt gar nicht. Die lieben Ahl-Bayt a.s. nicht im geringsten. Ne? Sonst würden sie uns gar nicht angreifen. Wir sind die Liebenden von Ahl-Bayt a.s. Wir lieben nach dem, was Ahl-Bayt a.s. gesagt haben. Wir haben ihre Überlieferungen, wir haben ihre Duas, wir haben ihre Munajat, wir haben all die Spuren von Ahl-Bayt a.s. befinden sich bei uns. So. Das heißt, sie haben keinen Grund, uns so zu nennen oder anzugreifen. Hören wir ihn zusammen und dann zerlegen wir ihn, inshallah. Und hier, inshallah, das wird auch eine Lehre für die anderen. Die anderen kommen dran, inshallah, die kommen dran. Wir warten jetzt nur auf ein paar Geräte noch, dass das Ganze erleichtert wird, dass wir, inshallah, fast tagtäglich hier euch was zeigen. Ne? Hören wir zusammen. So. Begehen keine Sünden. Das ist der Glaube der Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Propheten begehen definitiv keine Sünden. Jetzt kommen aber die Rawafid, die abtrünnigen Rawafid, und jetzt sagen sie dir, doch, es gibt Menschen, die keine Propheten sind und sind Masum. Wenn du fragst, wer, dann sagen sie unsere 12 Imame der Ahl-Bayt. Sie sind keine Propheten, aber sie sind unfehlbar. Sie begehen weder kleine noch große Sünden, sie vergessen sogar nicht. Er sagt, sein Glaube ist, dass die Propheten grundsätzlich gar keine Sünden begehen. Warum nicht? Weshalb nicht? Es gibt einen Grund. Und dieser Grund muss irgendwie bekannt sein. Wir glauben auch, dass die Propheten keine Sünden begehen. Aber warum glaubt er nicht, dass die Propheten keine Sünden begehen? Wir zusätzlich glauben, dass die Imame der Ahl-Bayt a.s. auch wie die Propheten keine Sünde begehen. Da müssen wir auch fragen, warum. Der gleiche Grund, weshalb die Propheten keine Sünde begehen, begehen auch die Imame keine Sünde. Ich meine, was ist daran schlimm, sodass er uns hier abtrünnige Rawafid nennt? Rawafid übrigens, er sagt abtrünnige Rawafid. Rawafid heißt Ablehner, ne? Dass wir seine Symbole abgelehnt haben. Dass wir diese Tyrannen abgelehnt haben. Diese Schiefläufer, sagen wir, die schief gelaufen sind, abgelehnt haben, weil sie schief gelaufen sind, weil sie gegen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit ihren Werken gehandelt haben, mit ihren Taten gehandelt haben. Deswegen heißen wir Rawafid. So, wir freuen uns auch drauf, Alhamdulillah. Dass wir uns von so einer Figur, ne, Rawafid genannt werden, wir sind Rawafid, wir sagen, wir geben zu auf, wir sind, das ist stolz, ein stolzes Wort, ein hohes Wort ist das. Dass dieses Rafidi zu sein, das Ablehner, so wie diejenigen, die Pharaon abgelehnt haben, das waren die Rawafid. Ne? Dass du gegen einen Tyrann stehst und sagst, ich lehne dich ab, ich laufe nicht hinter dir. Aber die laufen wie Dilemma hinter diesen Menschen und versuchen sie mit allen Händen, mit allen möglichen Mitteln zu schützen und gegen uns für sie zu kämpfen. So, der gleiche Grund, weshalb die Propheten unfehlbar sind, ist auch für Ahl-Bayt a.s. Der gleiche Grund. Das heißt, die gleiche Sache, weshalb die Propheten nicht fehlbar sein können, also wir können auch beweisen, dass sie das Gegenteil glauben. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt unser Thema ist was? Ayatul Tathir. Dazu kommt er. Das sind unsere Imame, aber sind keine Propheten. Wir Propheten, aber keine Propheten. So. Sie haben viele Beweise, die werden wir noch im Folge der Unterricht, werden wir alle beantworten. Aber ihr stärkstes Beweis hier aus dem Koran ist der Vers, wo Allah sagt, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا. Wahrlich, Allah will den Makel von euch entfernen und euch reinmachen, o ihr Leute des Hauses. O ihr Leute des Hauses, also o ihr Ahlul Bayt, und euch völlig reinmachen. Das sagt Allah in diesem Vers. Jetzt sagen die Rawafid, Allah sagt, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ Allah will. Und wenn Allah etwas will, dann sagt er nur kun, fayakun. Sei und es ist. Allah wollte, dass sie makellos sind, Allah wollte, dass sie rein sind und es ist sofort geschehen. Wir sagen jetzt, aus dreierlei Gründen sind die Rawafid selber gezwungen, diese Theorie abzulehnen. Warum? Erstens, sie sprechen über Irade.
Daran merkt man, diese Leute haben keine Ahnung von Allahs Eigenschaften. Hatten sie auch nie, werden sie auch nie haben. Auch wenn du mit diesen Leuten im Internet diskutierst, wirst du merken, dass sie keine Ahnung haben. Sie können nur mit meinem Kunden. Ja, warum kommst du nicht zum Diskutieren? Komm, brauchst du nicht durch Internet. Man könnte mal auf Ali und Maula. Er sagt, dadurch wissen wir, weiß er, dass wir keine Ahnung von Allahs Eigenschaften. Das heißt, Irada ist Allahs Eigenschaft. Irada Takwiniya ist Allahs Eigenschaft. Das ist auch Eigenschaft des Menschen. Was bedeutet Irada Takwiniya? Das heißt, wenn ich dich schicke, wenn ich dir sage, geh mal in die Stadt. Das ist Irada was? Tashri'iyya. Wenn ich dich in die Stadt schubse, was ist das, diese Irada? Was habe ich gemacht? Das ist Takwin. Das heißt, ich habe dich zum, sagen wir, zur Stadt geschickt, mit meiner Hand, entführt und hingebracht. Und das ist durchgesetzte Irada. Das heißt, ich will durch mein Wollen, durch mein Wille, habe ich dich in die Stadt geschickt. So, ich will durch meinen Tashri'a-Wille, dass du in die Stadt gehst. Das heißt, sage ich dir, geh in die Stadt, ohne Gewalt einzusetzen. So, aber wenn ich Gewalt einsetze, das heißt gerade Tashri'iyya. Was hat das mit Eigenschaft Gottes zu tun? So, er sagt hier, aus diesem Grund kann er wissen, dass wir keine Ahnung von Allahs Eigenschaften. Sondern komm her, ich fordere euch hier alle, seit Jahren heraus, kommt und schauen wir, ohne dass du vorher übst und guckst und liest und hier versuchst fortzutragen, und machst du trotzdem Fehler. Weil wenn du vor mir sitzt, da gibt es dich zum Nachschlagen. Da musst du vor mir hier sitzen wie ein Schüler und da zeigst du, was du drauf hast. Wenn du vor mir sitzt und dann reden wir zusammen und dann zeigst du mir, was du drauf hast. Nee, und nicht vorbereiten 2-3 Stunden und dann vortragen. Hören wir. Aber frag ihn mal, ist der Koran für dich erschaffen? Keiner von ihnen wird eine richtige Antwort geben. Laut ihrem Glauben ja. Laut unserem Glauben. Er sagt, frag ihn ja. Frag ihn jetzt, was hat das auch mit Allahs Eigenschaft zu tun? Frag ihn, ob der Koran erschaffen ist, der wird dir keine Antwort geben. Laut unserer Aqida ist das ja. Laut ihren Aqida ist das nein. Dass der Koran nicht erschaffen ist. Dieses Wirrwarr mit, ob der Koran erschaffen ist oder nicht erschaffen, das zwischen denen ist das gewesen, zwischen Ahmad ibn Hanbal und die Abbasiden damals. Und da gab es dieses Wirrwarr, ob der Koran erschaffen ist oder nicht, also unnötiges Wirrwarr. Ne? Ob jetzt Koran Allahs Wort ist, was erschaffen ist, ne? Oder Azali. Azali heißt, was ewig ist, was mit Allah subhanahu wa ta'ala existent ist. Seitdem Allah subhanahu wa ta'ala existiert, existiert auch sein Wort, heißt das. Und das haben die, als unsere Imamen a.s. gefragt wurden, was sie dazu sagen, die Imamen a.s. haben sie gesagt, weshalb stellt ihr solche Fragen, was ändert das jetzt daran? So, dann sagte der Imam a.s., es ist Muhdath. Das heißt, ein Wort, was stattgefunden hat durch Allah subhanahu wa ta'ala. So. Das heißt, du kannst sagen, Makhluk und Muhdath. So, das ist aber zu hoch für ihn. Ich weiß das, weil er einfach so flüchtig darüber geredet hat und nichts anderes. Nein. Eventuell können Sie bitte diskutieren, ob wir Allah sehen werden oder nicht. Ja, Sie glauben, dass Sie Allah sehen werden. Das heißt, was kannst du sehen, außer was physikalisch ist, was ein Körper ist? Das heißt, Gott ist ein Körper. Heute können Sie ihn nicht sehen, aber wenn Sie in Qiyama sind, können Sie Allah sehen, sagen Sie. So, jetzt wäre es besser, wir oder Sie? Wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist unsichtbar. Ob jetzt oder später. Ob in Qiyam oder in Akhira. Ob im Paradies oder außerhalb. So, wenn du Allah siehst, dann hast du ihn begrenzt. Dann hast du ihn ein Körperteil gemacht. So. Es sei denn, du kommst mit den Ahl-Sunnah-Argumenten, dann wissen wir auch nicht weiter. Aber sonst. Ja, ne, solche Themen, Allahs Eigenschaften. Obwohl die Themen über Allah noch wichtiger sind, als wir die Themen über Imame oder Propheten und was weiß ich was. Da wissen sie nicht weiter. So. Sie haben über Irade gesprochen. Wir sagen, der Irade von Allah teilt sich in zwei auf. Darüber haben wir oft gesprochen. Erstens, Takwin und zweitens, Tashri'. Also hier macht er einen groben Fehler. Erstmal, er will darüber reden und er weiß nicht, wie man das ausspricht. Oder beziehungsweise er weiß nicht, was Tashri' bedeutet und was Takwin bedeutet. Und wann man Takwin sagt und wann man Tashri' sagt. So,
Er spricht jetzt über Irada. Irada ist feminin. Wenn du über feminin sprichst und du willst Tashri' sagen, dann sagst du Al-Irada Al-Tashri'iyya. Nicht Irada Al-Tashri'. Das heißt, er hat geübt, aber nicht behalten, was er geübt hat. Und wenn du sagst Taqwin, Taqwiniyya, das heißt, du sagst Irada Al-Taqwiniyya. Taqwin sagst du nicht. Taqwin ist, wie gesagt, dieses Wort ist Masdar, das heißt dieses Hauptwort sozusagen. Wenn du sagst Taqwini, das heißt, du musst davor ein Maskulin sein. Ne? Das heißt Hamza al-Taqwini, Hamza al-Tashri'i, ne? Die Irada al-Taqwiniyya, die Irada al-Tashri'iyya, nicht Irada Taqwin und Irada Tashri'i. So. Kommen wir weiter. Machen wir weiter. Taqwin ist ein Wille, der sofort geschieht. Taqwin ist ein Wille, der sofort geschieht. Taqwin ist kein Wille. Irada Taqwiniyya ist eine Wille. Ein Wille. Und Irada Al-Tashri'iyya ist ein Wille. So, der Unterschied zwischen denen werden wir nachher erklären, inshallah. Und der will hier damit, warum kommt er jetzt damit an? Weil sie nicht geschafft haben, die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam dazwischen zu stecken. Sie haben das nicht geschafft, diesen Vers, was wir erörtert haben hier, nämlich diesen Teil des Verses, haben sie nicht geschafft, mit dem Kontext zusammenzubinden, denn hat das mit dem Kontext nichts zu tun. Denn dieses Teil hat mit dem Kontext gar nichts zu tun, weil es ändert sich hier die Redewendung. Hier wird von Minkum, maskulin, und bis jetzt war die Rede von feminin. Aqimna, Atina, Atina, nun hier, Atina, hier macht man dieses weg. Waqarna, hier, Qarna, ne, dieses nun, das was ich meine. Wala tabarrajna, hier, dieses nun, ne. So, hier gehen wir zu diesen maskulin, ab diesem Punkt. Kommt, innama yuridullah liyudhiba ankum, diese Mim. Arrijsa ahlal bayt, wa yutahhirakum, Mim. So, weil sie das nicht geschafft haben, damit durchzukommen, kommen sie jetzt mit was anderes. Hören wir was. Aber hätten sie das geschafft, sie hätten auch mit Hände und Füße gekämpft, dass diese Irada Taqwiniyya ist und nicht Tashri'iyya. Das heißt, dieser Wille Gottes ist doch Allah will, das heißt, Allah hat das so gewollt und es ist auch so passiert, dass sie rein sind, dass diese Frauen rein sind. Weil sie das nicht geschafft haben, was fangen sie an jetzt? Diesen Vers so sinnlos zu machen. Also diesen Vers und diesen Hadith dazu, ne? Diese Tat des Propheten, die Praktizierung, der Herabsendungsgrund, dass Jibril a.s. vom siebten Himmel kommt, damit er ihnen sagt, Allah will, dass ihr rein werdet. Nicht, dass er sie rein macht. Dass er sie reinhält, dass er die Unreinheit von ihnen fernhält. Nein, Jibril kommt und sagt, Allah will, dass ihr rein werdet. Und was, wo will er? Will er nur von Al-Bait, dass sie rein werden oder alle Menschen? Allah will, dass wir alle rein werden. Aber will er uns alle rein machen? Das heißt, will er, dass wir rein werden, indem er das durchsetzt, was er will? Diese Irada Taqwiniyya, nicht Taqwin, Taqwiniyya. Damit wir irgendwas machen, was er uns befehlt, nämlich die Menschen recht leiten, fehlerlos recht leiten, makellos recht leiten, so wie der Vers, wie wir das aus dem Vers entnehmen. Hören wir weiter seinen Schwachsinn, ne, und gucken wir. Tashri' ist sein Wille im Sinne seines Wünschens. Sein Tashri', also dieser Wille, hängt zusammen mit Bedingungen. Es kommt auf dich drauf an. Tust du was, dann geschieht das, was Allah will. Ich gebe euch ein Beispiel. Allah sagt im Koran, Allah will Erleichterung für euch. Aber nur weil Allah Erleichterung für euch will, heißt es nicht, dass ihr es euch nicht schwerer machen könnt. Ihr müsst doch etwas tun, damit Allah euch diese Erleichterung gibt. Macht Ibadah, dient ihm, ja? Negiert das Schlechte, haltet euch von Sünden fern, dann geschieht das, was Allah für dich will. Dann kriegst du Erleichterung. So, wir sagen, in diesem Vers kommt Tashri' vor, nicht Taqwin. Und hier geht es um die reine Gottesdienst. Wenn Allah dich reinigen will und er hat dich gereinigt, dann heißt nicht, dass du nun Ma'sum bist. Natürlich wirst du immer mal Sünden begehen. Also er hat doch die Propheten gereinigt. Er hat die Propheten auserwählt. Das heißt, sie sind Ma'sum. Das heißt, begehen sie Sünden oder nicht? Er hat doch am Anfang gesagt, die begehen keine Sünden.
Der hat doch selber gesagt, wir glauben, dass die Propheten begehen keine Fehler und keine Sünden. Die machen keine Fehler, hat er gesagt oder so. Auf jeden Fall eins von beiden, keine Sünden oder keine Fehler. So, warum nicht? Weil das ist diese Iradat al-Takwiniyya und nicht Iradat al-Shari'iyya. Also dagegen spricht überhaupt nichts. Hier geht es darum, tu etwas, dann reinigt Allah dich. Dann vergibt dir Allah deine Sünden. Das sind Sünden, die du begangen hast. Die vergibt dir Allah. Ja? Das ist ein Thema, darüber werden wir noch viel sprechen. Aber daraus erkennen wir, sie haben keine Ahnung in Bezug auf Allahs Eigenschaften. Einmal wieder diese, wir haben keine Ahnung in Bezug auf Allahs Wissen, Eigenschaften. Wie gesagt, die Einladung bleibt offen. Und ich werde euch, inshallah, bald live herausfordern. Live. Ich gebe jedem von euch 2 Stunden Zeit, euch zu melden. Ihr könnt euch vorbereiten. Ich gebe euch das Thema und könnt ihr euch vorbereiten. Und dann schauen wir, wer auf dem richtigen Weg ist. Nee, nicht wer was drauf hat. Wer auf dem richtigen Weg ist. Ne? Ob ihr oder wir. Zweitens. In the Vers heißt es, لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا. Den Makel von euch entfernen und euch reinigen. Hier war das. Den Makel von euch entfernen. لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ. Er sagt, Makel von euch entfernen. So, erstmal, wer war unter dieser Decke? Wie ist das gekommen, ist dieser Vers überhaupt? Was ist der Herabsendungsgrund davon? Was ist der Herabsendungsgrund? Er hat auch getrennt hier. Er hat angefangen von hier und hat angefangen auszulegen, so wie er das möchte, ne, nach seinem Wunsch sozusagen. Nach seinem Wunsch. Aber das kann er lange. Er kann lange daran meißeln. Der wird gar nicht was gravieren können. Überhaupt nicht. Makel entfernt man, wenn Makel vorhanden ist. Reinigen tut man, wenn was Unreines vorhanden ist. Es hätte keinen Sinn, dass Allah den Makel entfernt, wenn es da keinen Makel gibt. Es wäre sinnlos, dass Allah etwas reinigt, wenn es da nicht zu reinigen gäbe. Laut ihrer Theorie hatten die Ahlul Bayt Makel genannt. Hat die Ahlul Bayt wohl etwas Unreines? So, Allah sagt zu Maryam alayhi salam, inna Allah astafaki wa tahharaki. Wastafaki, ne? Das heißt, Allah hat dich auserwählt und gereinigt, also reingemacht und auserwählt über die Frauen der Welten. Das heißt, war Maryam unrein vorher, damit er sie reinigt, sozusagen reinmacht. So, jetzt werden wir erklären, warum ist das Takwiniyya, nicht wie Takwin, wie er sagt, Takwiniyya und nicht Tashri'iyya. Warum ist das nicht? Wenn jetzt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, laut Aisha's Geständnis, er sagt, also Aisha sagt, er ging aus meinem Haus raus und war auf ihn ein Mantel. Das befindet sich in Hadith Sahih, in Sahih Muslim, nämlich Hadith, der Sahih ist, in Sahih Muslim, Hadith Nummer 2424, Haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Muhammad bin Abdullah ibn Numayr. واللفظ لأبي بكر قال قالا حدثنا محمد بن بشر أو بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفي عن صفية بنت شيبة قالت عائشة عائشة هتأتسيلت خرج رسول الله خرج النبي صلى الله عليه وسلم der Prophet ging aus meinem Haus raus غدات eines Tages. Und auf ihn war ein Vorhang, ein Mantel, ne? Mirt, Murahal, min Sha'arin Aswad, aus schwarzen Haaren. Faja' al-Hasan ibn Ali, so kam Hasan, Sohn von Ali. Fa'adkhalahu, guck mal, wie redet sie, ha, genau erzählt sie uns. Fa'adkhalahu, kam Hasan hinein. Thumma ja' al-Husayn, dann kam Husayn nach Hasan, alayhi salam. فدخل معه und er ging mit hinein unter dieser Decke. ثم جاءت فاطمة, dann kam فاطمة عليه السلام فأدخلها. ثم جاء علي فأدخله, also ein Prophet, nicht irgendjemand, ein Prophet nimmt eine Decke und geht damit raus, damit das Schri' passiert, damit er ihnen sagt, bitte macht euch sauber, wascht euch. Das ist ein Vorschritt für uns allen. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul mutatahirin. Mutatahir, das heißt derjenige, der sich selber reinigt.
der sich selber reinmacht. Mutatahir. Allah liebt diejenigen, die sich selbst reinigen. Aber Mutahhar ist Ism Maf'ul. Ism Maf'ul. Das heißt, Mutahhar wurde durch jemanden reingemacht. Durch jemand anders. Ne? Mutahhar. Ne? Mabni lil Majhul. Das heißt, irgendjemand anders macht dich rein. So. Und jetzt ist nicht irgendjemand anders, der Schöpfer macht das jetzt. So, Aisha erzählt uns jetzt, wie dieser Vers zerlegt wird, warum wir Teil dieses Verses benutzen, obwohl das ein ganzer Vers ist. Sie sagt das. Jetzt kommt Fatima alayhi salatu wassalam, geht hinein. Kommt Ali alayhi salam, geht hinein. Adkhalahu an-Nabi, hat ihn reingebracht, der Prophet sallallahu alayhi wasallam. Nicht alleine reinkommen. Nicht alleine. Adkhalahu an-Nabi. Adkhalaha an-Nabi. Nabi hat sie reingebracht. Fatima hat sie reingebracht. Hassan alayhi salam hat ihn reingebracht. Aber eine Sache hier ist dabei. Hussein ist gekommen, ist reingegangen, steht da. Warum jetzt? Also sie hat gesagt, Adkhala Hassan, Adkhala Fatima, Adkhala Ali, Hussein ist reingegangen. Das ist ein Geheimnis. Deswegen, ich sage euch, immer wenn ihr drauf klopft, kommt neue Weisheit raus. Deswegen, mach weiter. Wallahi, ihr hilft uns. Das ist Allahs Licht, was durchgeht. Ob ihr das wollt oder nicht. Aisha sagt, Hassan ist gekommen, فَأَدْخَلَهُ ne? فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنِ فَدَخَلَ Hussein reingegangen, subhanallah. ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَا Die Mutter jetzt, فَأَدْخَلَهَا Er ließ sie rein, er hat sie reingebracht. ثُمَّ جَاءَ عَلِي فَأَدْخَلَهُ Er ließ ihn rein, er hat ihn reingebracht. ثُمَّ قَال Dann sagt er, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا So warum sagt er nicht hier? وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ التَّبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ Warum hat er das nicht gesagt? Weil, so wie Allah subhanahu wa ta'ala hier zwischen maskulin, feminin und maskulin getrennt hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch dazwischen getrennt und das dargestellt, wie Allah subhanahu wa ta'ala das möchte, wie Allah das will. Jetzt gehen wir hinein und schauen wir, warum ist das ein Taqwin und nicht Tashri' ist. Warum ist das eine Irada Taqwiniya und nicht Irada Tashri'iya? Jetzt habe ich versucht, das irgendwie ins Deutsch zu übersetzen. Habe ich mit meinem Sohn darüber gesprochen. Da kann man das so nennen, ein legislativer Wille und ein exekutiver Wille. Ne? Das heißt, was Parlament erlässt an Gesetze, ne? Das heißt, weil er hier Gesetz will von mir, dass ich nicht über Rot fahre. So, aber Gesetz kann mich nicht zwingen. Aber die Polizei kann das machen. So. Kann mich hier verhindern, stoppen und festhalten. Das heißt, das ist passiert. Das ist durchgesetzt. Aber das Gesetz wünscht von mir, so wie du sagst, Allah wünscht sich. Allah wünscht sich, dass wir rein werden. Allah wünscht sich, dass wir beten. Nein, Allah hat das als Pflicht gemacht. Aber es ist uns überlassen, ob wir uns daran halten oder nicht. Er wünscht sich das nicht. Kutibat alaykumus salata kama kutibat ala alladhina min qablikum. Das heißt, Vorschrift ist es für euch und nicht Wunsch. So, da muss man aufpassen, mit welchen Worten man umgeht. Also Allah wünscht sich, dass wir beten. Allah wünscht sich, dass wir fasten. Nein, sonst würde er uns dafür gar nicht bestrafen. So, auf jeden Fall, du kannst das nicht mal. Und du willst über Allahs Eigenschaften reden? So, auf jeden Fall hier, innama yuridu Allahu liyudhiba ankum rijsa ahl al-bayti wa yutahhirakum tathira. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam laut Aisha sagt sie, als die alle unter dieser Decke waren, inklusive Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sagt Aisha, summa qal, hier Nabi sallallahu alaihi wa sallam, erzählt uns, was Allah sagt, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Innama yuridu Allahu liyudhiba ankum rijsa ahl al-bayti wa yutahhirakum Tathira, gucken wir auf Deutsch, bis auf dieses Wort, was hier wie sie das übersetzt haben. Ne? Hier, Allah will gewiss nur den Makel von euch fernhalten, bitte berichtigen, fernhalten, nicht entfernen. Ne? Ihr Angehörigen des Hauses und euch völlig reinmachen. Völlig reinmachen. Das heißt, yutahhirakum tathira. Warum hat er nicht nur
Yutahhirakum gesagt, nur Tahhirakum, reinhalten, reinmachen. Warum betont er Tathir? Tathir, das ist eine Betonung von Reinheit, von Reinigen. Hier etwas reinigen, etwas rein reinigen. Das heißt betonen, übertreiben mit reinen, reinigen heißt das. So er sagt, Yuridu, innama yuridu Allahu liyudhiba ankum rissa ahl al-bayti wa yutahhirakum tathira. Jetzt kommen wir dazu. Wer macht das jetzt? Yutahhirakum tathira. Er betont das, yutahhirakum sagt tathira. Das heißt, ich mache dich rein. Ich reinige dich übertrieben rein, heißt das. Tathir. Ne? Im wahrsten Sinn des Wortes heißt das. So. Innama yuridu jetzt, yuridu sagt er, ob das, er sagt, das ist das Schrier. Das heißt, Allah will, dass ihr rein seid. Aber Allah will, dass wir unter der Decke sitzen, damit er das will. Er will das auch von allen Menschen, die nicht unter der Decke sind. Das heißt, was für ein Schwachsinn sitze ich unter der Decke und dann kommt so ein Vers runter und der will mir erzählen, Allah subhanahu wa ta'ala macht sowas, lässt den Propheten sallallahu alaihi wasallam rausgehen aus dem Haus und er läuft auch mit einem Mantel auf dem Kopf. Überleg mal, er nimmt sich hier einen Umhang und läuft damit rum und Aisha sieht das. Jetzt gehen wir zu Umm Salama und Umm Salama sagt, der Prophet ging bei mir hinein. Das heißt, zweimal ist das passiert. Mindestens zweimal. Weil wir haben mehrere Versionen. Aisha sagt, er ist bei mir reingekommen. Aisha war nicht da. Aisha war nicht bei Umm Salama. Umm Salama sagt, der Prophet ist bei mir reingekommen und fragte nach Hassan und Hussein. Schickte er danach und wurden geholt. Hassan, Hussein, Fatima, Ali, alayhum salam, wurden geholt. Bei Haus von Umm Salama. Und sie sagt, fi bayti nazalat. In meinem Haus ist das herabgekommen, dieser Vers. In meinem Haus ist das herabgekommen. So machte er sie unter der Decke. Und diese Frau, diese edle Frau, versucht unter der Decke zu gehen. Und fragt sie, wa ana minhum, sag innaki ala khayr. Du bist im Recht, du bist auf Recht. Das heißt, du bist gut aufgehoben. Das heißt, du gehst ins Paradies, heißt das. Du bist gut, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Aber bedeutet nicht, dass du dazugehört, das heißt, gibt es irgendwas. Das heißt, Allah will nicht, dass die Frau des Propheten rein wird. Das heißt, Allah will nicht, dass die Frau des Propheten rein wird, wenn er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das macht. Und Allah wünscht sich, dass sie rein werden. So wünscht sich nicht, dass Aisha das wird, wünscht sich nicht, dass Umm Salama das wird, so dass sie aus dem Haus von Aisha rausgehen, dass er aus dem Haus von Aisha rausgeht und geht ins Haus von Umm Salama. Und obwohl Umm Salama so hoch angesehen ist nach Khadija, alayhum assalam, so was macht der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nimmt eine Decke und macht das auf sich und lässt Hassan, Hussein, Fatima, Ali alayhum assalam unter diese Decke und dann kommt dieser Vers, innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rissa ahl al-bayt wa yutahhirakum tathira, und kommt so eine Figur und erzählt uns, das wünscht sich Allah nur. So ein Prozess. Was für Eigenschaften? Über welche Eigenschaften will er reden? Eigenschaften Allahs so? Auf diese Art? So interpretierst du Eigenschaften Allahs? Sind das die Attributen Allahs jetzt, dass Allah sowas macht? Er lässt seinen Prophet, sein bestes Geschöpf, aus dem Haus rausgehen mit einem Mantel auf dem Kopf und er lässt Hassan und Hussein und Ali und Fatima alayhum salam unter dieser Decke und er macht so ein Theater, lässt er die Frau nicht rein. Warum? Weil es irgendwas passieren wird. Was? Allah wünscht sich, dass sie rein werden? Allahu Akbar. Allahu Akbar, wie diese Menschen ticken. Subhanallah. Und Allah hat den Makel weggemacht und sie dann rein gemacht. Das können sie aber nicht annehmen, weil für sie war der Ahlbayt schon immer makellos. Wenn das der Fall ist, dann kannst du diesen Vers definitiv nicht das beweisen. Definitiv nicht. Drittens. So, weil für uns Ahlbayt alayhum salam waren immer makellos. Ja klar, waren sie immer makellos. Jetzt kommt dieses Wollen. Allah will. Wenn du sagst, deswegen ist das eine Irada Taqwiniya. Das heißt, es ist eine Irada, die von Allah stammt, bevor er sie schuf. Bevor er sie schuf. Was heißt das? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sah die Fähigkeit in dir, dass du fähig bist, ein Prophet zu sein. Durch sein Vorherwissen, durch sein vorheriges Wissen, ne, hat er die Fähigkeit in dir gesehen. Und deswegen, wenn wir Fatima a.s. besuchen, also diese Ziyara machen, wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala mtahanaki. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dich geprüft, bevor er dich zusammengemischt hat.
aus Ton und Licht. So, und dann sah er in dir die Fähigkeit und danach hat er dich so erschaffen. Das heißt, die Propheten. Daher kommt diese Makellosigkeit, die Fehlerlosigkeit, die Sündenlosigkeit der Propheten. Das heißt, vor der Schöpfung, als Allah subhanahu wa ta'ala aus den Lenden der Kinder Adams, ne, ihre Nachkommen zu Wort gestellt hat und fragte er sie, Alastu bi Rabbikum? Qalu bala. Dann fragte er sie, in dieser Welt, damals, bevor wir jetzt so mit Fleisch und Blut und Knochen und Haare und was weiß ich, als Menschen erschaffen worden sind, wir wurden gefragt vorher, geprüft, bin ich nicht euer Herr? Werden wir sie sagen, doch. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sag ihr nachher nicht, dass wir schon darüber gesprochen haben. Im Ungefähr, das befindet sich im Koran, können wir dann aufrufen, inshallah. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. So, das heißt, von daher kommt dieses Reinsein. Jetzt kommt die Bestätigung, wenn Allah sagt, innama yuridullah, dieses Wort yurid, will. So, jetzt sein Wille hört da auf, ist begrenzt, ist zeitlich begrenzt, diese Irada Takwini ist zeitlich begrenzt. Das heißt, ist Allahs Wort jetzt, was du meinst, dass das nicht erschaffen ist, ne? Ist Allahs Wort jetzt auf die Erde gekommen und durch die Zeit beeinflusst worden? Das heißt, Allah will von da bis da, dass du so wirst und danach nicht mehr? So, wann hat Allah subhanahu wa ta'ala gewollt? Vor deiner menschlichen Schöpfung oder nach deiner menschlichen Schöpfung? Und das ist der zweite Grund, warum sie vorher schon makellos waren. Und dieser Vers ist nur eine Bestätigung, der mehrmals herabgekommen ist, laut Aisha. Er ging aus dem Haus und sie sah natürlich, wie das passiert. Und laut Umm Salama, er war bei ihr im Haus und kam dieser Vers. Das heißt, laut diese Überlieferungen, die beide sind authentisch, verstehen wir daraus, dass dieser Vers ist mehrmals gekommen. Als Bestätigung, dass nur damit gemeint sind, Ahlul Bayt alaihimus salam, und nicht die Frauen. Hier, nicht die Frauen. So, jetzt kommen wir zu diesem Wort Wille Allahs in diesem Bezug, ne? In Bezug auf Ahlul Kisa, Leute des Mantels heißen sie, Leute des Umhangs sogar. Das heißt, Hadithul Kisa heißt das. Hadith al-Kisa, Ayatul Tathir, Subhanallah, immer haben sie einen Titel, Ahlul Bayt, alaihimus salam. Hadithul Kisa, man redet von fünf. Hadithul Kisa, Ahlul Kisa sind fünf. Als allererstes ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So, war er vorher makellos oder nachher ist makellos geworden jetzt? War er rein oder ist rein geworden jetzt, nachdem er unter diesen Kisa gegangen ist? Was spricht dagegen, dass sie alle fünf so waren? Was spricht dagegen? Was ist daran so Kufr denn überhaupt? Wenn diese drei die Botschaft, die Aufgabe haben, diese Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, die heilige Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, weiterzugeben. So, was spricht dagegen, dass sie rein sind? Dass sie makellos sind? Was spricht dagegen? So, wenn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, diese vier meine ich, nach Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. So, wenn diese vier eine Aufgabe haben, ne, die Allah subhanahu wa ta'ala ihnen erteilt hat, die ihnen beauftragt hat, die Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam weiterzugeben. So, was spricht dagegen, dass sie makellos sind? Du musst dafür kämpfen. Wenn du sowas hörst, musst du dafür kämpfen, denn ihr seid arm dran. Du bist ein Asch'ari. Was heißt ein Asch'ari? Das heißt, deine Aqida nimmst du von Abu al-Hasan al-Asch'ari. Abu al-Hasan al-Asch'ari, wann ist er gekommen? Abu al-Hasan al-Asch'ari, wann ist er gekommen?
So, wenn nach meinen Erinnerungen jetzt sage ich, mindestens 170 Jahre nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir können nachprüfen. Also ich kann das nachher, also textlich inshallah berichtigen. Weil ich habe nicht alles im Kopf. Guck mal, ich bin alt geworden, ich vergesse viel. Deine Aqida entsteht erst 170 Jahre nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. So, warum bist du nicht Alawi? Warum nimmst du nicht die Aqida von Imam Ali alaihi salam? Er hat über die Aqida ausführlich gesprochen. So, und wer ist Abul Hasan al-Ash'ari? Dass du Ash'ari bist und nicht Alawi. Dass du nicht von Ali a.s. die Aqida nimmst. Derjenige, der von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam großgezogen wurde. Derjenige, der makellos ist, ob du willst oder nicht. Allah subhanahu wa ta'ala machte ihn makellos. Für dich, dass du eine reine Aqida von ihm nimmst. Es gibt ähnliche Satzbau dieses Verses. Also so ähnliche Satzbau, fast so ähnlich sind wie dieser Vers. Zum Beispiel sagt Allah in einer Stelle, und das gefällt mir am meisten, weil Allah... Also das gefällt ihm am meisten und er macht Fehler. Was ist dann, wenn ihm nicht gefällt, wenn ihm dieser Vers nicht gefällt? Er sagt Yuriduna. Yuriduna ist wiederum maskulin. Das heißt, er redet vom Mehrzahl. Yuridu, Allah will. Das heißt Yuridu, nicht Yuriduna. Yuriduna, das heißt, sie wollen. Sie, die Menschen, wollen. Und Yuridu, er will. Und er redet hier über Allahs Vers, der ihn am liebsten ist. Also ein Vers, der ihn am liebsten ist. Und er guckt, man merkt schon hier, guck mal hier, wie er guckt. Das heißt, er hat nicht genug geübt und er will uns angreifen. So. Ich sage Allah in einer Stelle, und das gefällt mir am meisten. Weil Allah will für euch Klarheit beschaffen. Und er will euch Recht leiten. Jetzt stellt sich die Frage, zu wem sagt das Allah? Zu den Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oh, Takbir. Takbir. Das heißt, er wollte, dass die Sahaba recht geleitet werden. Wieso will er nicht, dass wir recht geleitet werden? Will er nicht, dass alle Menschen recht geleitet werden? Er hat doch den Propheten für alle Menschen geschickt oder nur für die Sahaba. Das heißt, dass dieser Vers gefällt ihm am meisten und das ist so ähnlich vom Aufbau her mit Ayatul Tathir. Nein, ich zeige dir nachher, was viel ähnlicher ist als Ayatul Tathir und wie Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen gereinigt hat. Deine Sahaba, die er sich wünscht, dass sie recht geleitet werden. Gucken wir nachher, was für ein Vers. Zeige ich dir, was dazu passt. Haargenau passt. Das Problem, diese Menschen lernen nicht. Damals habe ich hier den größten Kopf von denen, diesen größten Prediger hier in Deutschland, Pierre Vogel, alle wollen mir was. Mon in Rechenschaft gezogen mit seinen Schiiten, die sind im Unrecht. Da habe ich darauf einen Schiiten im Unrecht hier Video gemacht und ihn total entlarvt. Der konnte gar nicht mehr darauf antworten. Der hätte davon lernen können. Das Problem ist bei denen, dass jeder gegen jeden, wie die Hyänen, die fressen sich auf, wenn sie niemanden finden, den sie auffressen, fangen sie an, sich gegenseitig zu fressen. Könnt ihr selber sehen, wie die Hyänen sich gegenseitig fressen. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, sollten wir das annehmen, was die Rawafat hier gerade sagen, dann heißt es, sind die Sahaba recht geleitet und sie befinden sich in absolutem Klaren. Also der ist wirklich, er zeigt, dass er ungebildet ist. Er sagt, dadurch zeigen wir, wenn wir glauben, was die Strafhüter sagen, das heißt, müssen die Sahaba recht geleitet sein, weil er das will. Allah will, das heißt, hier, Allah wünscht sich. Allah wünscht sich, dass sie recht geleitet werden. Dieses Wollen hier, das ist ein Wunsch. Das heißt, das ist Wunsch von Allah subhanahu wa ta'ala. Er möchte gerne, dass wir recht geleitet werden. Er will, dass wir alles ins Paradies gehen. So, aber wir müssen erstmal wollen. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ يَشَاءُ اللَّهَ رَبْ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Das heißt, ihr werdet nicht wollen, bis Allah das will. Okay. Was heißt das jetzt wollen? Bis Allah das will. Das heißt, grundsätzlich, dieser Wille ist Wille Allahs da, damit du das hier wollen können. Damit du das wollen können, kannst. Ne? Damit du diese Wille haben kannst, muss der Wille Allah subhanahu wa ta'ala existieren. So, ohne diese Welle kannst du nicht wollen. Das bedeutet das. Und hier, Allah möchte, dass die Menschen alle recht geleitet werden. So, aber unter Bedingung, indem wir die Rechtleitung folgen. So. Allah möchte, dass das Ganze uns erleichtert wird, aber unter der Bedingung, dass wir uns das erleichtern. Ich sage immer wieder, wir gehen in die Hölle, nicht Allah schmeißt uns in die Hölle. Wir gehen in die Hölle, weil wir haben nicht geschafft, diese Prüfung auf dieser Erde.
Wir haben nicht das gemacht, was er gesagt hat. Und das zieht uns wie ein Magnet in die Hölle. Das heißt, die Sünden sind ein Magnet. Ein Magnet, der uns in die Hölle führt oder zieht. So. Das ist sowieso ein anderes Thema, aber subhanallah. Allah sagt, ich will Klarheit für euch beschaffen und ich will euch recht leiten. Das heißt, hier kommt dann auch der Takwin vor. Das heißt, die Sahaba sind recht geleitet. Er sagt, kommt Takwin vor, dass er will, dass er uns recht leitet. Er will uns recht leiten, indem er uns Propheten schickt. So, aber er will uns reinigen. In dem was? Er will, und er will die Makel, hier, die Makel von uns fernhalten. In dem was? Wie hält Allah subhanahu wa ta'ala Makel fern? Durch Trecker? Wie? Das muss irgendwas passieren. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hält die Makel fern von dir, schützt dich. Er macht dich immun. Und das ist Taqwiniyya und nicht das Shari'iyya. Wovon er redet hier? Allah will, er will uns recht leiten. Und deswegen sagt er dir, sag mal in deinem Gebet, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Leite uns den geraden Weg. Schenk uns den geraden Weg. اهدنا الصراط المستقيم. Das heißt, diese Rechtleitung verlangen wir im Gebet. Machen wir das nicht, werden wir nicht rechtgeleitet. Das heißt, Allah will nicht. Allah wollte, aber du willst nicht. Das ist der Queen und das ist der Schrie, wie er das sagt. So, jetzt gucken wir, was am meisten dazu passt. Von den Versen. Das haben wir. Befindet sich in Surat al-Ahzab. Ja, ihr Alladina amanu, idha qumtum ila salati. Das ist, was wir normalerweise machen, was sie nicht machen, nämlich Füße wischen. Ne? Das ist auch ein anderes Thema. Ja, ihr Alladina amanu, idha qumtum ila salati, fachsilu wujuhakum wa aidiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Hier, wa arjulakum. Also hier, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu uns, dass wir das machen sollen. Das ist das Scharia, nennt man das. Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Punkt. وإن كنتم جنبا فطهروا بونك وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله هي منه بونك ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. So, jetzt lesen wir das auf Deutsch, gucken wir den Zusammenhang, den Kontext, sagt uns, ob das ein dieser Wille ist oder die andere Wille ist. O ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zum Ellenbogen und streicht euch über den Kopf und die Füße, lass mal diese Klammer weg, so, das gehört nicht dazu, und die Füße bis zu den Knöcheln. So, was ist das jetzt? Takwin oder Tashri'? Ist das Exekutive oder Legislative? Vorschrift. Das sind Vorschriften. So. Jetzt, wenn Allah das sagt, werde ich von dem Bietenden? Erst, wenn ich das will. Das heißt, Allahs Wille hier ist von meinem Wille abhängig. Ne? Das heißt, dieses Geschehen ist vom mein Wille abhängig. Dann reinigt euch. So, reinigt euch. So, warum reinigt er mich nicht? Weil er möchte, dass ich das mache. Reinigt. Aber dort hat er gesagt, er will euch. Allah will euch reinhalten. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise oder jemand von euch vom Abort kommt oder ihr Frauen berührt habt, und dann kein Wasser findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände. Das Gesicht und die Hände mit Sand reinigen. Nämlich, warum Gesicht? Warum nur Hände? Weil das, was gewaschen wird, hier, wird mit Sand gereinigt. Was gewischt wird, deswegen sage ich, das lass mal weg. Ne, was gewischt wird, Fuß und Kopf, lässt man weg, wenn man kein Wasser findet. Weil das, was mehr Wasser braucht, kriegt Sand. Was weniger Wasser braucht, wird aufgehoben, wenn man kein Wasser findet. So, das heißt, so wie Schiiten sich diese Teilwaschung nehmen, ist richtig.
Und wie sie das machen, dass sie ihre Füße waschen, steht nicht im Koran und wird nachher, wenn man kein Wasser findet, gar nicht mit Sand gereinigt. Das heißt, Füße reinigt man nicht und Kopf reinigt man nicht. Man reinigt nur Gesicht und Hände. Das heißt, Gesicht waschen, Hände waschen, Kopf wischen, Füße wischen. So, kein Wasser, nur waschen, nur wischen, was gewaschen werden sollte. Im Fall, in dem man Wasser findet. So, das ist die logische Erklärung dafür. Subhanallah, diese Hikma von Allah. Hast du verstanden, was ich meine? So sagt er hier, Allah will euch keine Bedrängnis auferlegen. Merkst du hier? Allah will euch keine Bedrängnis auferlegen. Das heißt, wenn ihr das macht, er macht es euch leicht. Sondern er will euch er will euch reinigen und seine Gunst an euch vollenden. Das heißt, dadurch, indem du Wasser nimmst und wäschst, nicht da erstmal unter der Decke sitzen und Rasulullah macht Dua, kommt Jibril alayhi salam, er sagt, was Allah subhanahu wa ta'ala macht. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Das gilt auch für Ahlul Bayt, alayhum salam. Und dadurch werden sie in dem Fall rein, dass sie beten können. Dass sie beten können. Das heißt, nimm mal das hier, wenn du kein Wasser findest, nimm mal Sand, dass Allah will, dass du rein wirst, dass du beten kannst. Aber da, warum will er, dass nur diese Menschen rein werden, wenn das das Schrier ist, du Meister, wenn das das Schrier ist, subhanallah. So, Allah will euch reinigen und seine Gunst an euch vollenden, auf dass ihr dankbar sein möget. Das passt zu diesem Vers. Ne? Aber das ist der Schri'a-Vers und das andere ist der Queen-Vers. Das ist eine Irada Tashri'iyya. Hier will. Dieser Wille ist Irada Tashri'iyya, die entsteht durch Vollendung der Reinheitsprozess hier. Ne? Dieses Reinheitsprozess. Das heißt, entsteht diese Irada Tashri'iyya, wenn ich mir Wasser nehme und das Ganze mache, was hier steht, Vorschrift. So, noch ein. In Surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nach Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, إِذْ يَغْشِيَكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. So. Das. ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. Auf Deutsch. Als er Schläfrigkeit euch bekommen ließ, als Sicherheit von ihm, und Wasser vom Himmel, hier, Wasser vom Himmel, auf euch herabsandte, das ist was? Das ist der Queen. Das heißt, wenn Allah sagt zu dem Wasser, wenn zum Himmel, sagt, den Himmel regne, dann regnet es. Kun fayakun. Das was? Der Queen. Das ist dieser Wille Allahs, ist der Queenie. So, jetzt warum lässt er das Wasser? Er lässt das Wasser zu dir kommen. Aber jetzt musst du dieses Vorschriftliche machen. Jetzt musst du dich unter Wasser stellen. Wenn du das nicht machst, Allahs Wille wird hier nicht durchgesetzt. Das heißt, diese Wilayat Taqwiniyya, das heißt, dieses hier Irada Taqwiniyya ist entstanden, damit es regnet. So, kann der Himmel jetzt Nein sagen? Kann sich hier Himmel irgendwie auswählen? Wählen hier, was mache ich nicht? Nein. Kun fayakun. Als er Schläfrigkeit euch überkommen ließ, Nuas, du wirst müde. Das ist Taqwin. Das ist der Queen. Das heißt, Allah hat das gewollt. Du wirst müde. Schaffst du nicht mehr, nicht müde zu sein. Du nimmst vielleicht hier, wie heißen diese, was ihr trinkt da? Energy Drink oder so. Ich trotzdem, irgendwann wirst du müde. Das heißt, Schläfrigkeit kommt. Er ließ hier Schriftlichkeit über sie, über deine Sahaba kommen. Jetzt kommen wir, warum dazu? Also, der Herabsendungsgrund erklärt auch uns das, warum. So, als Sicherheit. Das heißt, damit ihr abgesichert werdet. Als Sicherheit von ihm und Wasser vom Himmel. Das heißt, es hat geregnet. Auf euch herab hier sandte, um euch damit zu reinigen. Die körperliche Reinigung.
So, jetzt kommt das Wasser. Aber du stellst dich nicht hinterm Wasser. Willst du rein? Wird Allah dich reinigen? Nein. Das heißt, hier, Bedingung ist, dass du das auch willst. Aber dort ist was? Dort ist was? Dort ist ein Mantel. Dort sitzen drei, fünf Leute unter diesem Mantel. Und kommt diese Verse. So, Allah subhanahu wa ta'ala möchte euch so, kommt, wie das Wasser jetzt kommt rein unter diesen Dings hier. Das kannst du gar nicht so uminterpretieren, egal wie lange du kämpfst. Du kämpfst gegen Nur. Stell dir mal vor, du nimmst die Pistole und versuchst, gegen Nur zu schießen. Du kannst vielleicht die Lampe treffen. Aber Nur, wenn Allahs Nur ist, niemals kannst du das auslöschen. Und Ahlul Bayt sind Allahs Nur. Nicht Nur von Lampe. Ne? Allahs Nur. Jetzt geht das weiter. Jetzt will Allah subhanahu wa ta'ala uns reinmachen, aber wir müssen uns unter diesem Wasser halten. So, und das Unheil des Satans, das ist Rijs. Das habe ich damals deinem Freund Pierre Vogel erklärt. Er hat versucht, er sagt, dasselbe Wort kommt hier vor. Dort ist Rijs mit Zin und hier ist Rijs mit Zain. Ne? Es gibt einen Unterschied zwischen, das sind zwei Buchstaben, zwei unterschiedliche Buchstaben. Diese Art von Rijs, es kommt von Shaitan. Hat einen Grund, weshalb sie diesen Rijs, Unheil des Satans, Rijs. Davon will Allah subhanahu wa ta'ala sie reinigen. So Allah will sie vor, was von, ne, das Rijs von Satans von euch entfernen. Das ist entfernen. Yudhiba ankum Rijs Shaitan. So, was ist das jetzt, Rijs Shaitan? So, diese jungen Männer waren irgendwie mit was anderes beschäftigt und sie wurden alle unrein, ne, durch Samenerguss. Und sie wussten nicht, was sie machen sollen. Die bekamen diese Schläfrigkeit und bekamen Ruhe. Entspannt euch, heißt das. Beruhigt euch. Jetzt kommt das Wasser vom Himmel. Wascht euch. Reinigt euch. Ne? Und da bekamen sie Wasser, damit sie sich vor diese Rijis, wo das von Shaitan gekommen. Das heißt, sie haben feuchte Träume gehabt. Feuchte Träume kommen von Shaitan. So, diese feuchte Träume brauchen Wasser dafür, damit sie weiterbieten können, damit sie kämpfen können, damit sie Ruhe bekommen und so weiter. Also du wirst unruhig, wenn du unrein bist. So, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sagt, um eure Herzen zu stärken und Füße damit zu festigen, damit das stabil wird, heißt das. So, hören wir weiter seinen Schwachsinn. Und sie befinden sich in Klarheit. Wenn das der Fall ist, wieso verflucht er die Sache? Warum? Wieso sind die Sahabe furcht Muschriki? Warum? Das ist der Grund, warum er uns Abtrünnige nennt. Ne? Weil wir verfluchen eigentlich, in Anführungsstrichen, wir verfluchen die Sahabe. Laut eurer Theorie muss dieser Vers bedeuten, die Sahaba sind rechtgeleitet. Weil Allah sagt, ich will sie rechtleiten. Nein, was du sagen wirst, ist jetzt, hier kommt nicht der Tekwin vor, sondern der Teschrir. Und genau dasselbe sagen wir auch über den Vers, den ihr dafür wünscht. So, meine Lieben, ihr habt schon mitbekommen, ne? Mit diesem Gesang, was er da macht, habt ihr alle mitbekommen? Lass uns sein Bild sehen. Oder? Ja, hier. So. Ihr habt alle mitbekommen, was er versucht hat. Was hat er erzählt? Was habt ihr verstanden? Jetzt, wenn wir alleine sitzen so würden und so nur ihn hören, ohne mich, sagen wir. Was versteht man dann? Was hat er denn gemacht zwischen Taqwin und Tashri'a? Er bringt einen Vers und er will damit sagen, wenn du sagst so, wenn du meinst, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier al-Irada al-Takwiniya meint, dann bringe ich diesen Vers über die Sahaba und sage ich auch, dass es Irada al-Takwiniya. Du kannst sagen, was du willst, aber ob das so ist, das ist eine andere Sache. Du kannst sagen, du kannst träumen, du kannst singen, du kannst, was weiß ich, was du möchtest, plaudern, reden, sabbeln, du kannst machen, was du willst. Aber ob das so ist, was du sagst oder was du plauderst oder was du sabbelst, das ist eine andere Sache. Hier gibt es Fakten, gibt es Koran, gibt es Verstand hier. Verstand musst du benutzen. So, dort kam Wasser, sie sollen rein werden. Allah will, dass sie rechtgeleitet werden, er will Allah alle uns rechtleiten. Allah will, dass wir alle hier rein werden. Allah will gerne auch, dass wir alle makellos werden. Aber werden wir makellos? Dort ist die Irada Taqwiniya, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist inklusive Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Makel von ihnen entfernt, das heißt, der Prophet war mit Makel. Gibt's nicht. Jetzt, wenn du die Frauen dazu machst, die Frauen hatten Makel, laut diesem Vers, laut dieser Surat al-Ahzab, die Frauen hatten Makel gehabt.
Und das bestätigt der Koran. So, gucken wir zusammen. So. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. سبحان الله. Gucken wir auf Deutsch. Die haben Makel, die Frauen gehabt hier. O Frauen des Propheten, wer von euch etwas klar Abscheuliches begeht, das ist ein Makel. So, wenn sie mit diesem Makel unter der Decke gehen, unter diesem Mantel gehen, und dieser Makel wird von ihnen ferngehalten. Das heißt, was dazu kommt, wird ferngehalten. Was drin ist, bleibt. Das ist Abscheuliches. Etwas Abscheuliches haben sie gehabt. Denn wenn sie, hier, Frauen des Propheten, wer von euch etwas klar Abscheuliches begeht, derjenigen wird die Strafe verzweifacht. Das heißt, besteht hier die Möglichkeit, durch diesen Makel, dass sie Abscheuliches begehen. Der Prophet begeht Abscheuliches? Nein. Deswegen, die Unreinheit, der Makel, muss von ihm abgehalten werden, dass er makellos bleibt. So, jetzt wären sie dazwischen, da muss man doppelt Arbeit machen. Von den Frauen erstmal den Makel wegmachen, dass sie nicht Abscheuliches begehen können. Und dann fernhalten. Also erstmal entfernen von den Frauen. Deswegen war der Grund, weshalb Ummu Salama nicht unter der Decke durfte. Das ist der Grund. Du könntest Abscheuliches begehen. Du hast die Fähigkeit, heißt das, Abscheuliches zu begehen. Ich habe zwar das auch, aber ob ich das begehe, das ist was anderes. Mein Gottesfurcht ist mein Schutz, ist meine Isma. Das heißt, ich bin gottesfürchtig. Und durch diesen Gottesfurcht, was von Allah subhanahu wa ta'ala abhängt, ist ein Hindernis, dass ich Abscheuliches begehe. Aber diesen Gottesfurcht hast du nicht. Weil hier steht, inittaqaytunna. Das heißt, wenn ihr gottesfürchtet werdet. Ne? So. Man ya'ti min kunna bifahishatin yudha'af laha al-azab. Jetzt gucken wir zu dem weiteren Begriff. Ne? يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنا تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالنا أتمتعن وسرحن سرحن وإن كنتن Das heißt, okay, das nicht. Jetzt gehen wir weiter. من يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يعني أساء الندي هي. So, jetzt hier, jetzt. Das sagt schon, dass das alles von der Taqwa abhängig ist. Von der Taqwa. So, o Frauen des Propheten, ihr seid nicht wie irgendeine von den übrigen Frauen. Wenn ihr gottesfürchtig seid, then. So kann man sagen jetzt zu dem Propheten, wenn du gottesfürchtig bist? Kann man nicht. Er ist gottesfürchtig. Kann man zu Ali alaihi salam sagen, du bist, wenn du gottesfürchtig bist? So gehen wir zu dem Hadith. Ali ibn Abi Talib, alayhi salatu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sagt zu Ali ibn Abi Talib, alayhi salatu wa sallam, Aliyun imamul muttaqin. Ali ist der Fürst der Gottesfürchtigen. Fürst der Gottesfürchtigen. So, jetzt kannst du sagen, sei gottesfürchtig, o Ali. Nein, aber die Frauen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, o Frauen des Propheten, ihr seid nicht wie irgendeine von den übrigen Frauen. Wenn ihr gottesfürchtig seid, dann seid ihr nicht unterwürfig im Reden. Ne? Damit nicht derjenige, in dessen Herzen Krankheit ist, begehrlich wird, sondern sagt geziemende Worte. Das heißt, hier gibt es eine Belehrung. Ne? Vorschriften, Gebote. So, aber hängt von euren Gottesfurcht ab. Deswegen, diese Gottesfurcht haben sie nicht gehabt. Deswegen waren sie voller Makel und sie würden niemals makellos werden. Warum? Weil vor der Schöpfung, vor der menschlichen Schöpfung, sie diese Prüfung gar nicht bestanden haben. Wie Muhammad und Ali Muhammad. Wassalatu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Wassalamu alaikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich recht leiten. Bis zum nächsten Mal, inshallah.
صاري العقيدة ارتفعت بسوح المناية يا بني حربي بجسدنا يستعر دم الولاية ونحن حددنا هدفنا من اجيانا الاسمى غاية نصر حسين بدمانا وعيدنا معروفة النهاية طارت